In diesem und den kommenden Videos entwickeln wir zusammen einen kompletten Song von 0 auf 100. Ich habe nichts außer einer Idee und du kannst mir dabei zuschauen, wie wir daraus einen Song machen. Du kannst mir sogar dabei helfen. Was alles nötig ist, wie du dich daran beteiligen kannst und so weiter, verrate ich dir gleich nach dem Intro. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog und zum Beginn meiner Serie Wir schreiben einen Song. Ja, in diesem Video und in den kommenden Videos werden wir von 0 auf 100 einen Song schreiben. Ich habe nichts außer einer Idee, die ich auf diesem Field-Recorder aufgenommen habe und du kannst mir dabei zuschauen, wie mein Prozess ist, wenn ich von 0 auf 100 einen Song schreibe. Das heißt, wir entwickeln den Song von vorne bis hinten. Ich habe eine grobe Idee, mehr nicht, aber es wird ein Rocksong werden. So viel darf ich schon mal verraten. Und das Tolle ist, du kannst auch mitmachen, denn jede Woche, wenn ich hier ein bisschen was erarbeitet habe, dann stelle ich das auf meine Homepage unter recordingblog.com und da kannst du dann auf jeden Fall alle Spuren runterladen und wenn du Studio One Besitzer bist, sogar die komplette Session runterladen und mit den Spuren rumspielen, vielleicht deinen eigenen Song daraus bauen oder mir Spuren anbieten und sagen, hey, ich habe den Bass besser gespielt, ich habe eine coolere Linie gespielt oder ich kann besser Schlagzeug spielen, versuch doch mal meine Spuren, die ich hier gemacht habe. Kannst du mir alles zuschicken, am besten per E-Mail an jonas@recording-blog.com und so können wir zusammen den Song entwickeln. Falls in einer Woche mal keine Idee dabei gewesen sein sollte, die ich jetzt direkt verwerten würde, dann würde ich das auf jeden Fall selber einspielen. Das mache ich sowieso, weil ich will ja nicht nur zeigen, wie ich einen Song schreibe, sondern ich will natürlich auch zeigen, wie ich den Aufnahmeprozess gestalte. Und nicht nur den Aufnahmeprozess, also Schlagzeug aufnehmen, Bass aufnehmen, Gesang, Gitarren und so weiter aufnehmen, sondern wie ich quasi bei mir ist es Work in Progress. Das heißt, ich entwickle immer vor dem Rechner den Song weiter. Mit jeder Session, die ich vor dem Rechner sitze und ein bisschen arbeite, mache ich den Sound ein bisschen besser, sodass ich am Ende des Schreibprozesses auch einen Rough Mix habe. Das heißt, wenn wir dann in ein paar Wochen alle Spuren aufgenommen haben, vom Schlagzeug über den Bass, Gitarren, wie gesagt, vielleicht noch Keyboards, vielleicht ein paar Loops dabei. Es wird auf jeden Fall ein Rocksong werden. Dann wird es Chöre geben. Ich bin großer Huey Lewis-Fan. Das heißt, in meinen Songs gibt es immer auch große Chöre und natürlich die Hauptstimme. Wenn das alles aufgenommen ist, dann gibt es am Ende dieses Prozesses einen großen Live-Mix. Ich werde wahrscheinlich Mitte Oktober wird das dann sein, einen großen Live-Mix hier machen, wo wir zusammen den Song mixen können. Du kannst dir dann vorher die Spuren runterladen, die wir alle fertig gemacht haben. Wie gesagt, jede Woche gibt es den aktuellen Status Quo zum Runterladen auf der Homepage und dann kannst du mit mir mischen oder wenn du deine eigenen Spuren gemacht hast, kannst du den Song selber mischen und kannst sie mir sogar zuschicken, denn am Ende des Ganzen gibt es sogar noch was zu gewinnen. Ich habe 3 Bücher, die ich verlosen kann unter den ganzen Einsendern und da geht es nicht um Qualität, sondern es geht darum, dass du einfach mitgemacht hast. Das heißt, hab keine Angst, misch mit mir, schreib mit mir und wir machen einen schönen Song. Vielleicht kommen hinterher vom gleichen Song 17 Varianten raus und wir können eine komplette LP damit bestücken. Wäre doch großartig. Meine Version wird auf jeden Fall auch dabei sein. Und wir gehen jetzt mal in Medias Res. Also, genug gelabert, ich wippel schon wieder über meine Zunge. Genug gelabert, wir fangen bei 0 an. Ich habe es letzte Woche im Vlog schon gesagt, ich habe hier eine Idee aufgenommen. Und ich drücke mal auf Play, dann kannst du grob hören, was damit gemeint ist. Rockt schon gut los und wie starte ich jetzt damit? Normalerweise nehme ich solche Ideen auf, wenn ich mich mit der Gitarre warm spiele für irgendeine Session, für irgendwas, wo ich was spiele, dann spiele ich ein bisschen auf der Gitarre rum. Meistens kommt dabei irgendeine brauchbare Idee rum und ich habe hier hunderte Ideen drauf. Das heißt, wenn ich mal an Ideenlosigkeit untergehe, ich will aber unbedingt einen Song schreiben, dann höre ich mich einfach hier durch meinen Field Recorder durch und dann habe ich auf jeden Fall eine Idee. Eine Basis für einen Song finde ich immer auf diesem Ding, weil ich einfach seit 2 oder 3 Jahren das Ding wirklich ständig benutze. Diese Idee soll jetzt die Basis für unseren Song sein. Und damit ich den Song aufnehmen kann, brauche ich persönlich erstmal eine Pilotspur. Das heißt, ich nehme normalerweise dann, entwickle ich aus dieser Idee, die ich hier habe, einen Song von vorne bis hinten. Das heißt, ich sitze mit der Gitarre, spiele ein bisschen, gucke, wie ich ein bisschen die Strophe, Refrain und so weiter machen kann. Und spiele dann alles von vorne bis hinten am Stück ein. Das heißt, ich lege mir vorher so 3, 4 Sachen zurecht. Dann nehme ich einen Drumgroove und dann spiele ich den Song von vorne bis hinten am Stück ein. Einige Leute entwickeln ihre Songs Sektion für Sektion. Das heißt, sie machen erst eine Strophe fertig und dann ein Refrain fertig. Das geht auch sehr gut, wenn man vor allem Loop-basierte Musik macht oder Rap-Musik oder wenn man viel mit Synthesizern und so weiter arbeitet. Dann kann man das sehr gut machen. Ich mag aber den, also weil wir jetzt bei einem Rocksong sind, diesen stringenten Prozess von vorne bis hinten.
Stunden durchzuarbeiten. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal eine Pilotspur aufnehmen mit der Gitarre. Und damit wir das überhaupt machen können, brauchen wir als allererstes erstmal ein Tempo. Weil ohne Tempo weiß man ja gar nicht, wo man hinspielen soll. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal aus dieser Idee heraus das Tempo ermitteln. Und ich mache das normalerweise mit meinem Handy. Ich habe auf dem Handy eine App, die hole ich mal raus. Das ist diese hier, ich weiß nicht, kann man das sehen? Die heißt Metronome Beats und die hat den großen Vorteil, dass die hier auf der Seite, da eine kleine, den Finger zur Seite nehmen, da eine kleine Trommel hat. Und wenn man da drauf drückt, ich mache das mal hier vor dem Bildschirm, mal gucken, ob das scharf stellt, so, dann siehst du, dass der selbstständig das Tempo daraus ermittelt. Ich muss jetzt also nur bei der Idee mitspielen und kann dann hier quasi das Tempo ermitteln am Handy und weiß dann, worauf ich den kompletten Song, auf welchem Tempo ich den kompletten Song aufbauen muss. Das machen wir jetzt einfach mal. Das heißt, ich spiele hier mal. Du hörst das wahrscheinlich dann im Hintergrund, die Idee ab, die ich hier habe, und tippe dazu mal das Tempo hier rein. So. Kann man das sehen? Ne? Immer schön in Vierteln drauf. Das sollte schon reichen. Ich halte mal die Idee an. So, also wir sind rausgekommen bei Tempo 153. Weil ich solche Ideen normalerweise immer ein bisschen zu schnell einspiele, runden wir das mal ab und sagen mal Tempo 150. Das ist wirklich schon eine ganze Menge. Also müssen wir Tempo 150 einstellen. Wo stellen wir das ein? Natürlich in unserer DAW. Diesen Song werde ich in Studio One machen. Ihr wisst ja, ich bin in Studio One und Logic gleichermaßen unterwegs, aber diesen Song möchte ich mit euch zusammen auf jeden Fall auf Studio One entwickeln, weil auch viele, viele von euch da draußen Studio One benutzen und dann damit auch mitmachen können. Die Logic oder Cubase-User oder Pro Tools User unter euch gehen aber nicht leer aus. Ihr könnt euch auf meiner Seite auf jeden Fall immer die Stems runterladen, die ich dann von jeder Spur gemacht habe. Ihr könnt also fleißig mitmischen. Jede Woche gibt es den aktualisierten Stand auch als Stems, entweder als Session oder als Stems. Und damit könnt ihr dann natürlich auch mitmachen. Wir gehen jetzt mal rüber zur Session und da stellen wir jetzt erstmal das Tempo ein. Also los geht's. So, dann sind wir in der Session. Hier können wir auf jeden Fall schon mal das Tempo einstellen. Wie du siehst, ich bin in Studio One unterwegs, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber das ist ja das Prinzip letztendlich dasselbe bei allen anderen DAWs. Wir müssen jetzt erstmal das Tempo einstellen, was wir gerade ermittelt haben. 150 Beats habe ich gesagt. Also gehe ich hier unten rechts bei Studio One einmal rein und hier sieht man schon, das Tempo ist 100 eingestellt. Ich klicke doppelt drauf, gebe 150 Beats ein und zack, haben wir schon mal die komplette Session auf 150 Beats eingestellt. Ab jetzt sollte hier nichts mehr schief gehen. Kommando S für Speichern auf dem Mac oder für den PC. Kontrolle S immer zwischendurch mal drücken, bevor der Rechner abstürzt und die ganze Arbeit weg ist. Lohnt sich. So, das Tempo ist eingestellt und jetzt brauche ich natürlich eine kleine Unterstützung. Ich kann natürlich meine Gitarre nicht einfach so stumpf da reinspielen. Ich könnte es auf einen Klick einspielen, aber ich möchte das nicht, weil ich kann das zwar auf Klick einspielen, ich fühle mich beim Spielen, aber speziell bei längeren Passagen immer besser, wenn ich auf einen Schlagzeuger einspielen kann. Da wir das Schlagzeug aber gleich noch richtig aufnehmen wollen, beziehungsweise in der nächsten Folge richtig aufnehmen wollen mit einem echten Schlagzeug, brauche ich jetzt erstmal einen Software-Drummer und ich habe mich für die Addictive Drums entschieden, weil die erstens, weil ich die schon sehr lange habe, zweitens, weil da sehr viele Patterns drin sind, mit denen man wirklich vernünftig arbeiten kann. Diese Patterns sind nämlich von Schlagzeugern eingespielt, das heißt, sie haben schon so einen eigenen Groove. Man fühlt sich gut beim Einspielen und das ist ja das Wichtigste. Ne? Die Pilotspur, auch wenn ich sie vielleicht später nicht verwenden sollte, ist auf jeden Fall trotzdem dafür da, mich durch den Song zu führen und dementsprechend soll die Pilotspur natürlich auch schon ordentlich eingespielt werden. Deswegen gehen wir mal rüber und gucken wir mal, dass wir einen vernünftigen Beat in Addictive Drums finden. So, leere Session am Start. Wir brauchen also erstmal eine Spur. Ich kann hier oben rechts auf das Plus klicken und da kommt dann die Auswahlbox hier, in der ich dann auswählen kann, was ich haben möchte. Der Name ist schon eingestellt, Drums, weil ich die letzte Spur, die ich damit generiert habe, auch Drums genannt habe. Dann brauchen wir ein Instrument hier. Und dann muss ich das Instrument natürlich noch auswählen. Nicht da, sondern hier unten natürlich. Und da wähle ich, wie ich gerade schon gesagt habe, die Addictive Drums. Alles Weitere, die Farbe ist auch schon gut eingestellt. Rot ist mein Schlagzeug immer. Alles Weitere macht dann Studio One, kreiert mir einen kompletten Kanalzug und hier sind die Addictive Drums. Hier müsste ich jetzt als erstes mal ein Drumset auswählen, das mich begleiten soll. Nehmen wir mal das Fairfax hier. Das Kit ist dann schon eingestellt, genau. Hier sind schon ein paar Drum-Sounds verfügbar. So, damit kann man arbeiten. Das heißt, wir können hier direkt auf der rechten Seite rübergehen zu den Beats.
Und bei den Beats gibt es jetzt eine ganze Menge Auswahl. Da kann man sich im Prinzip doof und dusselig suchen. Ich habe natürlich vor dieser Aufnahme schon mal grob durchgeguckt. Ich habe zwei Anforderungen. Zum einen, ich möchte mit so einem startenden Du-du-du-du-du-du-du auf Tom und Snare möchte ich anfangen den Song, sodass ich mich langsam reinfummeln kann in den Song. Und dann brauche ich einen Beat, der wirklich stramm durchgeht. Und da gibt es einen ziemlich coolen, das zeige ich dir aber gleich. Als erstes brauchen wir mal diesen Anfang, den ich haben will. Und ich weiß auch schon grob, wo ich suchen muss. Denn wenn ich hier in der Suche mal Song eingebe, bei den Addictive Drums sind nämlich auch ganz viele verschiedene Sachen dabei. Und die kann man sich alle anhören hier. Ne, so alles Beispiele für fertige Songs. Hier unten rechts kannst du auch sehen, das sind wirklich lange MIDI-Patterns, die hier eingespielt wurden. Hier ist Rock. Und weil ich ja gesagt habe, dass ich vorne dieses, wie heißt das? Heißt das Crescendo, wenn etwas immer lauter wird? Ich kenne diese Spezialbegriffe nicht. Also es fängt langsam an auf dem Schlagzeug, auf Snare und Tom und soll dann immer lauter werden. Das brauche ich, also suche ich mal kurz hier durch, welcher von diesen Songs damit anfängt. Nein, Metal. Auch guter Anfang. Da. Das ist der Anfang, den ich haben wollte. Das Schlagzeug soll am Anfang erstmal reinstarten und genau das ist der Anfang, den ich haben will. Genau, das ist jetzt ganz einfach. Ich ziehe jetzt einfach dieses Teil, dieses Pattern hier rüber. Wir starten bei Takt 2, dann habe ich auch ein kleines bisschen Vorlauf. Und dann hat er jetzt den ganzen Song hier angelegt. Das will ich natürlich nicht, oder ein ziemlich langes Pattern. Das heißt, wir gucken mal kurz, dass wir nur den Anfang kriegen und den Rest machen wir mit einem anderen Beat. Genau, das heißt, ab Takt 4 brauche ich das nicht mehr und schmeiße das jetzt alles weg. Das ist schon ganz schön schnell, ne? 150 Beats ist schon eine ganze Menge. So, jetzt brauche ich noch meinen Drum-Beat und es gibt eine ziemlich coole Groove-Sammlung hier drin. Und der Beat, den ich haben will, den ich ganz oft dafür nehme, der ist der Bread and Butter, der Brot- und Butter-Beat. Und hier sind eine ganze Menge Beats. Wir hören mal kurz durch, welchen wir davon gebrauchen können. Ich klicke hier wild durch die Gegend. Eigentlich klingen die alle gleich lang. Dieser ist sehr lang. Mal kurz gucken, dass wir hier einen haben, der ungefähr unserem Tempo entspricht. Hier auf der rechten Seite sind die Tempi angegeben. Das heißt, wir brauchen ungefähr einen. Hier wäre einer mit 155 Beats, 107, 129, 156. Nehmen wir mal den, keine Ahnung, den hier, Nummer 22. Ich muss mal eben hier, auf der rechten Seite kann man das Tempo einstellen. Sync-Tempo. Sync-Tempo bedeutet, dass das Tempo gesynkt wird zum Tempo aus der DAW. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, werden die alle in dem Tempo 150 Beats abgespielt, was ich gerade angegeben habe. Dann gucken, wie die Unterschiede dann sind. Sie ist näher ein bisschen fester, ein bisschen weniger fest. Nehmen wir den. Nummer 25, schnelle Entscheidung. Nummer 25 ist jetzt unser Beat, den wir nehmen. Wie lang ist das Pattern? Das Pattern ist 2, 4, 6, 8 Takte. Das passt perfekt. Das heißt, wir müssen das jetzt nur noch vervielfältigen, sodass wir ungefähr auf 4 Minuten 30, habe ich gesagt, ne? Dass wir ungefähr bei 4 Minuten 30 rauskommen. Länger sollte der Song auf keinen Fall sein. Das heißt, ich kopiere das jetzt hier einfach kurz rüber. So. Das heißt, jetzt kann ich die 2 hier schon markieren und hier rüberziehen. Und jetzt muss ich einfach nur gucken, jetzt die 4, dass ich das so weit verlängert kriege, dass ich irgendwie auf 4 Minuten 30 komme. Hier nochmal rüber. Und dann kann man hier unten nämlich sehen, hier unten links kann man dann sehen, wie lang der Song an der Stelle vom Cursor ist. 1,47 da. Hier sind wir bei 2 Minuten 36. Nochmal rüber. Sind wir bei, ups, kopieren wäre nicht schlecht, nicht verschieben, so. Dann sind wir hier bei 3 Minuten 30 und jetzt machen wir nochmal 8 Takte hinten dran, dann sollte das doch eigentlich reichen. Ne? Dann haben wir jetzt durchgängig hier, bupp, hier hinten sind wir bei 5 Minuten 12. Damit sollten wir auf jeden Fall den Song einspielen können. Ich brauche ja nur eine Begleitung, im Prinzip grob für meinen Pilot-Track, den ich jetzt aufnehmen will. Will sagen, wir haben einen Anfang.
Und wir haben im Prinzip ein Schlagzeugpattern, was von vorne bis hinten durchgeht. Da sind jetzt keine Feinheiten eingebaut, das brauche ich auch alles nicht. Ich brauche ja nur eine Begleitung, um irgendwie meinen Pilot-Track einzuspielen. Also, gucken wir mal, wie das kurz klingt am Anfang, ob man da gut reinkommt. Damit kann ich arbeiten. So, das heißt, jetzt kommt der schwierige Teil. Jetzt muss ich mit der Gitarre das, was ich mir vorher grob zurechtgelegt habe für Strophe, Refrain und so weiter, muss ich jetzt einprügeln. Das mache ich gerne am Stück, weil ich dann ein gutes Gefühl dafür habe. Wenn du dir das Passage für Passage zurechtlegst, wenn du das für deinen eigenen Song machst, dann ist das natürlich mehr als völlig okay. Wir reden hier schließlich über eine Pilotspur. Die soll mich nur durch den Song durchführen, diese Pilotspur. Und die soll mir zeigen, wenn ich das Schlagzeug einspiele, wo ich ungefähr bin, weil wenn ich das Schlagzeug dann hinterher einspiele, das ist die Basis von allem, dann brauche ich auf jeden Fall eine gute Orientierung. Also für mein Schlagzeug, was ich dann in der nächsten Woche einspiele, brauche ich die Pilotspur und die lege ich jetzt mal kurz an. Also wieder eine Spur erzeugen, diesmal heißt die Pilot Gitte, meine Gitarren heißen ja alle Gitte, nicht Henning, sondern Gitte, hahaha, schlechter Gag für heute auch weg. Und eine Audiospur und weil es schnell gehen muss und weil ich keinen großen Aufwand haben möchte, nehme ich einen Software-Amp, den ich hier in meinem Apollo drin habe. Den habe ich mir schon zurechtgelegt. Das heißt, ich brauche hier einen Mono-Eingang und ich nehme den, wo ist denn der Eingang hier? Anzahl, Ausgang, Eingang, da. Da brauche ich den Eingang. Eigentlich heißt der Kick, aber wenn ich da ein Klinkenkabel reinstecke, dann kommt da die Gitarre raus. Ausgang ist Main und damit brauche ich jetzt nur noch die Farbe, muss ich noch ändern. Gitarren sind nämlich bei mir immer andersfarbig, zum Beispiel blau. So, jetzt haben wir die blaue Spur, Pilotgitarre. Ich habe mir diese Strat, hätte ich fast gesagt, nein, diese Tele hier zurechtgelegt, die klassische Rockgitarre und ich habe sie vorher einmal gestimmt. Mein Tipp, stimmen. Ne? Nicht stimmen im Wind, sondern Gitarre stimmen. Geht. Und jetzt habe ich mir, ich kann dir das mal kurz zeigen, hier im Apollo Interface, habe ich mir hier diesen Marshall zurechtgelegt. Der geht quasi in Realtime da rein. Und damit kann ich diesen Sound direkt einspielen. Warte mal, kommt der direkt hier an? Mal kurz gucken, der muss dann nicht im Monitor hier sein, da muss der UAD direkt stehen. So, jetzt habe ich es auch richtig eingestellt. So, du siehst viele Knöpfe, die gedrückt werden müssen. Ich hätte jetzt auch ein Plugin direkt einen Amp aus Studio One nehmen können. Das wäre vielleicht auch einfacher gewesen. Ich habe mich jetzt aber hier für die Apollo entschieden, weil ich den Sound auch mag. Ich soll mich ja auch wohlfühlen. Und dann müssen wir mal gucken. Ich teste jetzt einfach mal kurz und spiele das mal kurz an, damit ich gleich weiß, wo ich hin muss. Also, drück mir die Daumen. Das sollte klappen. Und nochmal zur Erinnerung, das ist ja mein Pattern, was ich machen möchte. Ja, damit sollten wir klarkommen. Also, drück mir die Daumen. Jetzt geht's los. Pilotspur wird eingespielt und ich nehme das Ganze mal auf und guck mal, was dabei rauskommt. Und wenn wir Glück haben, dann bin ich in genau 4 Minuten 30 am Ende des Songs und habe es einmal komplett eingespielt, sodass ich mich auf jeden Fall für nächste Woche fürs Schlagzeugspielen gut orientieren kann, wo ich bin, wo Strophe ist, wo Refrain ist, wo Bridge ist und so weiter und so fort. Also, noch Spur scharf schalten, diese hier nicht, aber diese hier. Und dann gucken wir mal, Signal hat er auch. Gucken wir mal, was passiert. Ne? Irgendwas wird passieren, wie immer. Dann drücke ich hier auf Aufnahme.
blöd. Was mache ich? Nochmal von vorne. Und nochmal. Das war nicht gut. Okay. Los geht's. Los geht's. Sehr schön. 3,45, wo bin ich runter? 3,56, knapp 4 Minuten. Damit sollte der Song eigentlich passen. Dann, warte mal, ich stelle mir die Gitarre weg. Damit kann ich bestens leben und kann damit dann nächste Woche auf jeden Fall auf diese Pilotspur das Schlagzeug einspielen. Du hast gesehen, ich habe den Song von vorne bis hinten durchgespielt. Hat nicht im ersten Versuch geklappt, aber es klappt sowieso nie im ersten Versuch. Aber ich denke, damit kann ich gut arbeiten. Du kannst dir das ganze Ergebnis ja nochmal anhören. Auf meiner Homepage findest du auf jeden Fall die Spuren zum Runterladen. Einmal schon mal die Drumspur, einmal schon mal diesen Track. Und kannst das zusammen in deiner DAW zusammenführen. Wenn du Studio One hast, kannst du dir auch die Session runterladen. Da ist dann auch alles dabei. Und dann schauen wir nächste Woche mal, wie es weitergeht mit dem Drum-Recording. Ich hoffe, dass du dann wieder dabei bist. Vielleicht hast du schon eine Idee, die du mir schicken kannst an jonas@recording-blog.com. Und wir sehen uns dann nächste Woche zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yesu.